wunderschönen T-Shirts sind hier am Infostand erhältlich. Also, kaufen, erwerben, spenden. Wir werden heute auf unserem Demozug auch durch die Wolframstraße kommen. Neben der U12 soll dort auch die S-Bahn zur Mitternachtstraße gebaut werden. Jörg Heckel hat sich bereit erklärt, mir und damit Ihnen allen ein paar Fragen zu diesem Bauvorhaben zu beantworten. Ja, Applaus. Keine Frage. Hallo Jörg. Ja, hallo Claudia. Hallo Montag-Demo. Letzten Montag hast du uns drastische Beispiele deutlich gemacht, dass die Versprechen zur Bauernlogistikstraße nichts wert sind. Unseren Normenhofer werden viele Vorteile versprochen, wenn S21 mal fertiggestellt sein sollte. Vor allem eine neue S-Bahn-Station und die Anbindung an den Schlossgarten sollen das Viertel aufwerten. Kann es sein, dass es dazu irgendwelche Hiobsbotschaften gibt? Ja klar, Claudia, gibt's die. Es ist so, dass es bei diesem Projekt zu jedem Thema Hiobsbotschaften gibt. Und die zwei Punkte, die du angesprochen hast, die neue S-Bahn-Station mitten auf der Straße und die Anbindung an den Park, das ist wie die Faust aufs Auge. Die S-Bahn soll das Fahrrad an der Mittagsstraße halten, aber sie wird den einzigen Zugang, der vernünftig für den Nordbahnhofviertel zum Schlossgarten geht, zerschneiden. Wie bitte? Das musst du uns erklären. Ihr wisst alle, die S-Bahn soll unterirdisch von der Station Mittagsstraße zum Hauptbahnhof fahren. Aber so, wie ihr alle wisst, dass der Bahnhof nicht richtig tief gelegt wird, sondern ein Halbtiefbahnhof ist, so wird dieser S-Bahn-Tunnel ein Halbtieftunnel. Der Bahnhof wird den Schlossgarten mit einem Wall überwölben und der S-Bahn-Tunnel wird die Wolframstraße, dort wo wir nachher vorbeigehen, mit einer Mauer mehr als 2 Meter hoch und mehr als 10 Meter breit zerschneiden. Das war natürlich nicht so vorgesehen, aber bei der Planfeststellung wurde diese Höhenlage festgelegt auf Grund- und Mineralwasserschichten. Der Tunnel kann also nicht tiefer gelegt werden. Eine Mauer soll diese wichtige Straße zerschneiden? Das soll doch der neue Cityring werden. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, es ist nicht zu fassen. Diese Mauer hat, wie andere Mauern vielleicht auch, auf der Westseite kein Problem. Das heißt, Milaneo und Heilbronner Straße, dort kann das Gelände gegenüber heute um gut 2 Meter angehoben werden, sodass man über diesen Halbtieftunnel kommt. Aber auf der Ostseite, ihr alle kennt die Eisenbahnunterführungen, wie die Wolframstraße vom Schlossgarten herkommt. Zwischen dieser Eisenbahnunterführung und dem S-Bahn-Tunnel sind sage und schreibe 10 Meter Platz. Und auf diese 10 Meter müssen 3 Meter Höhenunterschied gemeistert werden. Nicht schaffbar. Wie soll das Problem gelöst werden? Ja, also wenn man von Lösung redet, dann sollte man was Ordentliches produzieren. Aber das, was in der Planfeststellung steht, ist so aus meiner Sicht keine Lösung. Und zwar soll Folgendes passieren. Beide Fahrbahnen, also statt Ost-West und West-Ost, sollen zwischen der Eisenbahnunterführung und dieser S-Bahn-Mauer rechtwinklig abbiegen und steil auf die erforderliche Höhe geführt werden. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Ich glaube, wir machen das mal anschaulich. So, wir haben jetzt nicht die teure Technik vom Turmforum, sondern einfach Störung durchschreiben. Das, was die Claudia jetzt hier trägt, dieses Stückchen weiße Styropor, das ist der neue S-Bahn-Tunnel. Hier drüben ist die Mittagsstraße. Und
hier drüben soll der Hauptbahnhof sein. Ich zeige mit dem anderen Stück Styropor die Eisenbahnunterführung unter den jetzigen Bahngleisen. Sie kommt hier quasi dort unten vom Osten her und fährt heute hoch zur Heilbronner Straße. Aber wie gesagt, dieser Tunnel ist 2,5 Meter zu hoch. Wegen Wasser darf er nicht tiefer gelegt werden. So, und wie läuft das jetzt? Wenn von der Heilbronner Straße einer, nachdem er bei Milaneo einkaufen war, in Richtung Schlossgarten fahren will, muss er erst mal 40 Meter in Richtung Hauptbahnhof abfahren und dann eine 180-Grad-Bögen. Die LKWs müssen links fahren, damit sie dann hier unten ziemlich scharf, nämlich rechtwinklig auf 10 Meter Abstand zwischen dem Tunnel und der Unterführung die Kurve kriegen, um nach Osten zu fahren. Das geht hier ungefähr mit 8 bis 9% herunter, also 30 Meter Gefälle. In der anderen Richtung wird es noch schöner. Man kommt durch die Eisenbahnunterführung hindurch, sieht vor sich diese Mauer. Das heißt, man muss jetzt rechtwinklig abbiegen. Und hier drüben geht es aber nicht nur 3 Meter nach oben, bis dorthin, wo die S-Bahn überquert werden könnte, sondern ihr alle wisst, die Segnung der Zukunft, die U12 kommt dort noch. Das heißt, man muss auf 10 Meter Höhe etwa 120 Meter Anstieg, das geht bis hier kommt die U-Bahn. Wenn man dann diese 10 Meter Höhe erarbeitet hat, Schnee und Eis kommt vielleicht auch mal, dann ist vielleicht oben noch eine rote Ampel, denn die Stadtbahn hat natürlich Vorfahrt. Dort oben soll ein Lichtsignal geregelt in Kreuzung mit der U-Bahn hier. Also, okay, wer gerne Achterbahn fährt, für den ist es hier ein kostenloses Event. An dieser tollen Stelle vorbei. Ihr könnt es euch aber alle anschauen. Es steht noch neben dieser neuen Brücke für den U12 ein Torso, die Brücke 3 war das früher mal, die zur Güterbahnhof führte. Und genau dort, wo dieser Torso steht, wo drüber soll die Baulogistikstraße hinkommen, dort ist an der Seitenwand der Brücke der Querschnitt dieses S-Bahn-Tunnels mit einem weißen Strich markiert. Jeder kann sich anschauen. Wenn wir da herunterlaufen, werde ich mich dort daneben stellen und nochmal Tunnel spielen. Also ein Blick nach links, wenn ihr unten alle abbiegt, von der Hauptbahnhofstraße in die Wolframstraße. Wer das nochmal nachlesen will, es gibt einen zweiseitigen Infotext dazu. Der Matthias von Hermann wird heute noch bei Feierabend bis Aufstand auf die Internetseite stellen, also BAA. Da kann man das nochmal ein bisschen genauer nachlesen. Und wie lange bleibt das dann so? Vielleicht noch vorher, was ganz wichtig ist. Die Achterbahnfahren können nur die Autofahrer genießen. Es ist so, dass das Stadtplanungsamt Stuttgart und all diese Leute, denen ich das hier in die Verantwortung dieser Lösung zugestimmt haben, die Lösung vielleicht selber erarbeitet haben, es gibt nur 2 Fahrbahnen in jeder Richtung. Es gibt keinen Radweg und keinen Gehweg. Wow. Das ist also so wie an der Baustelle für den Rosensteintunnel. Immer 2 Streifen, die B10 vorbeiführen, aber den Wilhelmasteg abreißen. So ähnlich wird es hier unten sein, dass dann an der Wolframstraße kein Durchkommen für Fußgänger mehr ist, denn die Radfahrer schaffen es vielleicht, auf dieser Achterbahn hinunterzukommen. Trotzdem nochmal die Frage, wie lange soll das bleiben? Ja, es wird niemanden geben, der diese Antwort liefern kann. Keiner weiß, wie lange es bleibt, denn das ist der Endzustand des großen Projektes Stuttgart 21. Danach endet das Projekt, es gibt keine weiteren Genehmigungen, keine Finanzen und wann das passiert, sei dahingestellt.
Es wurde schon mal ein Herr Walker, der ein oder andere kennt vielleicht aus Präsentationen in Bezirksbeiräten, ein Herr Walker, Anfang Mitte 40, wurde gefragt, wann er denkt, dass das Problem gelöst ist. Er sagt, er hat Hoffnung, wenn er in Rente geht, dass es dann sein könnte. Und wie alt ist er heute? Er ist heute Anfang Mitte 40, genau weiß ich nicht. Also, man träumt davon, dass die Bahngleise alle wegkommen, dann könnte man eine Ebene hinunterbauen. Aber bis das mal passiert und ob es überhaupt passiert, das steht in den Sternen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Endzustand des Projektes heißt, wir haben keinen Zugang mehr zum Schlosspark. Was sagten da die Stadtverwaltung, Gemeinderat und der OB? Also wissen die davon? Ich meine, die Bevölkerung weiß wahrscheinlich auch nicht, die wird das aber wissen. Die davon? Ich denke schon, dass die es wissen. Im Stadtplanungsamt habe ich meine Leute darauf angesprochen. Ja, sie wissen es, aber sie reden nicht drüber. Es wird verdrängt. Als wir das Thema schon mal hochgebracht haben, hat Gangold Stocker einen Antrag an die Verwaltung gestellt, das Thema zu diskutieren im Umwelt- und Technikausschuss. Die Deutsche Bahn hat im Mai lapsig das dargestellt, dass da groß die Straßen halt so geführt werden. Auf die Probleme sind sie natürlich nicht eingegangen. Und als unsere Vertreter im Gemeinderat gehört haben, dass das so gebaut werden sollte, dass ganz, ganz zum Schluss des Programms, des Projektes dieser S-Bahn-Tunnel geschlossen wird und damit nicht vor 2019 diese Probleme auftauchen werden, waren sie alle zufrieden und haben abgenickt und sind zum nächsten Thema übergegangen. So läuft Politik im Stuttgarter Gemeinderat. Bei den Kommunalpolitikern findet die Zukunft also nur so alle 2 Jahre statt und was danach kommt, ist piepschnurzegal. Was wäre denn aus deiner Sicht eine bessere Lösung? Ja, genau. Also, heißt, oben bleiben, zumindest für die S-Bahn. Die S-Bahn muss zwischen Cannstatt und dem Nordbahnhof und dem Hauptbahnhof dort bleiben, wo sie jetzt ist, sonst bricht das Chaos aus. Das würde vermeiden, dass die Wolframstraße zerschnitten wird. Es könnte auch bedeuten, dass keine neue Brücke über den Neckar geschlagen werden muss und der Holzsteg erhalten bleiben kann. Wenn die S-Bahn umgelegt würde, ihr kennt es mehr oder weniger aus den Veröffentlichungen, haben wir das gleiche Problem wie bei der U-Bahn. Nachdem die Planfeststellung gesagt hat, 14 Tage Unterbrechung, reden wir jetzt von fast 3 Jahren. Wenn die S-Bahn umgelegt wird, droht dasselbe. Es ist deshalb, wie ihr sagt, die einzig richtige Lösung, oben bleiben für das gesamte Projekt. Wären so einfach, nervensparend und kostensparend. Warum macht man es nicht? Vielen Dank, Dr. Jörg Deckel, für dieses informative Interview.